Vielen dürften Namen wie Hulk Hogan oder der Undertaker noch ein Begriff sein. Die Rede ist natürlich vom vorrangig aus den Vereinigten Staaten bekannten Wrestling. Doch auch in der Region gibt es Anhänger des vielseitigen Kampfsports. Von manchen nur als Show belächelt, zeigte die letzte Veranstaltung der New Generation Wrestling aus Bernburg, dass doch etwas mehr dazu gehört, um seinen Gegner so durch den Ring zu werfen. Ringübersicht, Fallschulen und eine Menge Körperkontrolle sind wichtige Grundlagen des Sports. Wrestling hat viel mit Kampfsportverständnis, mit modernes Ringen. Also Show kann das nicht alles sein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Seil stehe und ich springe runter, ich kann in der Luft nicht bremsen. Ja? Also dazu gehört unheimlich hartes Training. Kämpferwillen, ja, das, was ich eigentlich vertrete. Danny Tank ist der Kämpfer aus der Liga und man hat sie heute wieder gesehen. Dem Publikum gefiel, was sie am Samstag, den 17. März, in der Turnhalle Töpferwiese in Bernburg zu sehen bekamen. Denn ein wichtiger Aspekt des Wrestling ist die Nähe zu den Fans. Und diese kamen in Scharen. Circa 250 Wrestling-Begeisterte waren in die Halle gekommen, um ihren Stars bei den Kämpfen zuzusehen. Seit nunmehr 6 Jahren betreiben die ca. 30 Mitglieder der NGW ihren Sport in der Saalestadt. Von Anfang an dabei ist auch Razorblade. Er betrat an diesem Abend zum letzten Mal den Ring. Und dies mit durchaus durchschlagendem Erfolg. Den Fans gefiel's, denn beim Wrestling wird der Ring auch einmal mit den Zuschauerringen getauscht. Und dann fliegen auch einmal Stühle. Zum Ende konnte sich Razorblade nicht gegen seinen Gegner durchsetzen und musste ohne Sieg die Kampfschuhe an den Nagel hängen. Wer denkt, die Kampfszenen sind inszeniert, der ist weit gefehlt. Zwar werden im Training die einzelnen Würfe geübt, wirkliche Absprachen im Ring gibt es jedoch nicht. Wie gesagt, es ist hartes Training. 3-mal die Woche haben wir richtig hartes Training. Fallschule gehört dazu. Am besten ist immer, wenn man so einen Sport anstrebt, dann schon ein bisschen Voraussetzungen mitbringt. Ja? Nicht jeder kann diesen Sport machen. Und ja, wie gesagt, es ist Kampfsport. Was halt viel mit Show-Elementen drumherum. Ja? Wir versuchen halt eine Geschichte zu erzählen. Und immer diese Geschichte im Ring zu erzählen, ist wie ein Soap, aus dem Leben gegriffen. Ja? Meistens, man kennt es aus den alten WWE-Sendungen noch, sage ich jetzt mal, gut gegen böse. Und das versuchen wir halt zu trainieren. Wir versuchen Kampfsport zu machen, aber auf eine unterhaltsame Weise. Die 32 Mann starke Truppe der NGW ist immer auf Nachwuchssuche. Wer sich dem etwas anderen Sport widmen will, kann sich wie folgt melden. Melden kann man sich immer dienstags, donnerstags von 18 bis 20 Uhr in der Diesterweg-Schule Bernburg. Sonntags haben wir auch nochmal Rookie-Training, speziell nur für die Rookies, also für die Anfänger. Da haben wir dann 14 bis 17 Uhr Training in der Diesterweg-Halle Bernburg. Wer die Jungs der NGW einmal live erleben möchte, der hat in diesem Jahr erstmalig die Gelegenheit, Live-Wrestling Open Air anzusehen. Die NGW wird am 18. August beim Bernburger Funkurs zu sehen sein.